Frau Reinhardt, im zweiten Teil von unserem Gespräch kommen wir zum Pflanzenbau. 80% vom kommerziellen Saatgut kommen von 4 Agrarkonzernen. Und die tun Saatgut und Pflanzenschutzmittel herstellen. Das hat zu einer ungesunden Entwicklung geführt. Ich nenne jetzt das Stichwort Superunkräuter. Gibt es Pläne, dass Agroskop für die wichtigsten Kulturen eigenes Schweizer Saatgut entwickelt, um die Spiralen aufzuhalten? Eigentlich finde ich es nicht schlecht, wenn eine Firma auch im System denkt und eben die einzelnen Prozessschritte aufeinander abstimmt. Und deshalb Saatgut und Pflanzenschutzmittel produziert, die aufeinander abgestimmt sind. Also ich tue das nicht per se verurteilen. Es ist aber richtig, dass das zu einem Problem geführt hat. Aber jetzt muss man sagen, was ist denn ganz genau die Ursache? Die Ursache ist eigentlich, dass man viel zu viel, dass das so erfolgreich war, diese Kombination, dass man viel zu viel davon hat ausgebracht, an viel zu vielen Orten auf dieser Welt. Und da muss ich auf den Paracelsus zu sprechen kommen. Und der hat schon vor langer Zeit gesagt, die Menge macht das Gift. Und völlig unabhängig davon, ob es ein Pflanzenschutzmittel ist, ein Medikament oder sonst eine Chemikalie, wenn man zu viel davon einnimmt, ausbringt, dann haben wir ein Problem. Und Glyphosat ist ein billiges, ganz toll wirksames Herbizid. Und rein durch die Tatsache, dass man so viel davon ausgebracht hat, hat man jetzt resistente Unkräuter. Und da kommen wir in eine Problematik hinein, die mir wirklich auf dem Magen liegt. Die Politik, die wir im Moment scheinen zu betreiben, immer wie mehr von diesen Mitteln zu verbieten, führt dazu, dass man von einem Mittel immer mehr einsetzen muss, weil man sonst keine Alternative mehr hat. Und wir werden in Zukunft, wenn wir so weitermachen, mit vielen Resistenzen zu kämpfen haben. Dann ist es wirklich mit Sorge zu beobachten, dass es nur noch so wenige Firmen gibt, die kommerziell züchten. Und auch hier muss man nach den Ursachen fragen. Und da sind wir in einem Spannungsfeld inne von Schützen und Nützen und Produzieren. Die Auflagen an eine Züchtung oder an eine Zulassung nachher sind heute dermassen hoch, dass sich das eben ein Kleiner fast gar nicht mehr leisten kann. Und Agroskop könnte das? Wir haben eine gute Züchtung, also das ist auch historisch züchtet Agroskop. Da bleiben wir sicher dabei, aber es ist unrealistisch, dass Agroskop sämtliches Saatgut für die Schweizer Bauern herstellen würde. Das sind so riesige Herausforderungen. Der Lebenszyklus von einer einzelnen Sorte, insbesondere im Gemüse, manchmal auch im Beerenbereich, ist wenige Jahre. Paletten, die man in den Läden hat, die Auswahl, die der Konsument heute auch verlangt, ist so gross, dass man unmöglich eine Forschungsanstalt alleine kann. Da muss man zusammenarbeiten, suchen. Ich persönlich finde es aber auch richtig, dass der Staat, der Bund hier mithilft, unterstützen. Ich persönlich würde das nie nur in die privaten Hände hineingeben. Sie haben vorhin gesagt, Agroskop hat in der Vergangenheit einen erstklassigen Ruf international. Ich habe in Alberta, Kanada zum Beispiel, einen Äpfelzüchter kennengelernt, der riesig stolz ist, dass er Agroskop-Äpfel auf seinem Betrieb hat und die auch sehr gut verkauft. Heute gibt es aber in der Schweiz jährlich nur noch, glaube ich, 4 Millionen Franken öffentliche Gelder für Pflanzenzüchtung, unter anderem auch für die Agroskop-Programme für Weizen-Sojazüchtung, Futterpflanzen und vor allem Obst, Äpfel, Birnen, Aprikosen, glaube ich, und Rebenzüchtung. Werden die Programme weitergeführt oder werden die weiter eingedampft? Nein, die werden ganz sicher nicht weiter eingedampft. Es ist immer eine Frage, auf welche Kultursorten setzen wir? Also, bei uns ist jetzt im Moment gerade die Frage, steigen wir wieder in die Birnenzüchtung ein? Wir haben jetzt selektioniert, es ist der Fred rausgekommen, super erfolgreich. Jetzt ist die Frage, wie viel investieren wir jetzt in neue Kreuzungen, die wir nachher wieder selektionieren? Ganz allgemein hat aber die Züchtung eine grössere Bedeutung bekommen, nicht nur bei Agroskop, glücklicherweise in der Schweiz, in Europa, weltweit. Man sieht, man ist sich einig, dass eigentlich die Züchtung
ein gutes Hilfsmittel ist, zum Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die wir alle kennen, Klimawandel etc. Pflanzenschutzmittel, Schädlingsresistenzen und so. Ich sage nur, Fachbereich Pflanzenzüchtung gibt es neu wieder bei Agroscope seit 2017. Das ist ganz bewusst eingeführt worden, auch zusammen mit der Strategie. Und auch Gelder sind eindeutig in den letzten 2-3 Jahren gestiegen. Das BLW hat ja 2016 mit Agroscope, ETH, Fibel und mit privaten Züchtern eine Strategie Pflanzenzüchtung 2050 erarbeitet. Auf mich macht die Strategie ein bisschen den Eindruck, dass es nur eine Absichtserklärung ist. Ganz und gar nicht, weil ich habe gesagt, es ist mehr Geld geflossen, das ist auch dank dieser Strategie. Also, was noch fehlt von dieser Züchtungsstrategie, ist das Breeding Center, das ist in der Strategie auch festgehalten. Das hätten wir sehr gerne. Das ist doch einfach ein Papiertiger, oder? Also bis heute gibt es das noch nicht. Eben genau, das hätte ich sehr gerne schon realisiert. Und da sehen Sie auch, wie es einmal mit, manchmal so ein bisschen zusammenhängt. Das Zentrum ist entschieden, hat aber keine rechtliche Grundlage. Und wenn ich keine rechtliche Grundlage habe, dann ist es sehr schwierig, nachher auch das entsprechende Budget zu reservieren für das. Und die rechtliche Grundlage wäre eigentlich in der AP22+. Und das ist nicht nur für das Breeding Center so, das ist auch im Tierbereich, Tiergesundheitsbereich, möchte man so Kompetenzzentren einführen. Auch da, die rechtliche Grundlage ist da AP22+. Aber hier leben wir in einem, gerade als Forscher und noch viel mehr als privater Züchter, in einem unglaublichen Spannungsfeld, wo die Gesellschaft meiner Ansicht nach irgendwie nicht mehr willens ist, darüber zu diskutieren, welche Methoden dürfen angewendet werden. Und das bremsen Züchtung in unglaublichem Mass. Wir haben Technologien in den Schubladen, die könnten wir vorziehen, morgen anwenden, aber wir wissen nicht, ob das GVO ist oder nicht. Ob das als GVO taxiert wird oder nicht. Zum Beispiel die Methode der Blühverfrühung. Ich hätte hier eine neue Äpfelsorte, könnte ich in 5 anstatt in 25 Jahren haben. Aber auf dem Weg dorthin ist einmal eine genveränderte Pflanze da, nachher auf dem Feld nicht mehr. Aber vorher mal, und wir dürfen nicht mit GVO züchten. Agroscope. Also und USA zum Beispiel hat sich entschieden, die sagen, wir beurteilen das Produkt, das auf dem Feld ist, beurteilen und nicht den Prozess, der zu dem Produkt geführt hat. Das ist etwas, was das NFP 59 vor x Jahren schon gesagt hat. Und wir haben in der Schweiz und in Europa immer noch keinen Entscheid getroffen.